Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und heute gibt es ein sehr, sehr wichtiges Video, wie ich finde, womit ihr eure Pokémon züchten könnt, weil ich glaube, viele haben mit Pokémon Karmesin und Purpur ihr erstes Pokémon-Spiel in den Händen und ich glaube, so ein kleiner Zuchtguide könnte dem einen oder anderen helfen. Ich gehe nicht zu sehr extrem ins Detail, es soll euch eine kleine Idee geben, wie ihr züchtet, wie ihr Eiattacken bekommt, wie ihr die richtigen Wesen bekommt, wie ihr die perfekten, wie ihr das perfekte Potenzial bekommt und. Also das hier wird ein kleiner Zuchtguide. Allgemein habe ich ja schon ein bisschen was zum Züchten gesagt, wo ich euch mein Shiny-Video gemacht habe. Da könnt ihr mal oben nochmal reinschauen, da erkläre ich nochmal ein bisschen was über das Shiny-Brüten. Aber fangen wir an mit dem Zuchtguide. Also, was ihr braucht, ist immer ein Pokémon, das ihr vermehren wollt und ein Ditto. Am besten ein ausländisches Ditto, weil dann, wie gesagt, schaut das Video, habt ihr mit der Masuda-Methode eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ein Shiny-Pokémon zu züchten. Dann braucht ihr das Item Ewigstein und das Item Fatumknoten. Fatumknoten kriegt ihr im Botobeutel, in der Hauptstadt oder in jeder anderen Stadt, wo es einen Botobeutel gibt. Ich glaube nicht überall, aber in der Hauptstadt auf jeden Fall. Ein Ewigstein. Und dann müsst ihr euch als allererstes ein Sandwich holen in der Hauptstadt, was Eikraft hat. Dazu geht ihr einfach hier in so einen Sandwichladen und holt euch ein Sandwich, was Eikraft hat. Übrigens nennen wir es nicht mehr Sandwich, sondern Brötchen. Wir suchen uns also hier ein Brötchen. Hier haben wir schon eins mit Eikraft. Eikraft Level 1. Ihr könnt mit verschiedenen Rezepten auch Eikraft Level 3 erreichen. Dann ist die Eiproduktion extrem, extrem hoch. Gut, dass ich das Brötchen gerade nicht gekauft habe. Ich kaufe das mal eben, um euch das zu zeigen. Sonst dauert das Brüten nämlich ewig. Wenn ihr das Brötchen gegessen habt, müsst ihr ein Picknick starten. Und zwar mit den beiden Pokémon. Das Pokémon, was ihr vermehren wollt. Und einem Ditto. Picknick starten. Und jetzt ist es so, im Gegensatz zu früher, wo es ja immer eine Pension gab zum Züchten, wird beim Picknick automatisch zwischen den beiden Pokémon jetzt Eier gemacht. Und diese Eier findet ihr hier im Korb. Da muss man immer ein bisschen was warten und dann steht hier, im Korb liegt ein Pokémon-Ei, möchtest du es herausnehmen? Da können bis zu 10 Eier drin sein. Und dann wird das Ei herausgenommen und geht in die Pokémon-Box. So. Dann können wir hier einmal abbrechen. Gehen in die Pokémon-Box. Und hier haben wir das Ei schon. Und wenn wir das Ei jetzt schlüpfen, dann kommt da ein Azurill raus. Jetzt gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und zwar habe ich ja eben erzählt, Fatumknoten und Ewigstein. Jetzt ist natürlich für die Frage, was macht das überhaupt? Also, Fatumknoten sorgt dafür, dass das Potenzial, was ihr hier seht, vom Ditto übernommen wird. Das heißt, KP gut, Angriff nicht übel, Spezialangriff nicht übel, Spezialverteidigung gut und so weiter und so fort. Da wäre es natürlich am besten, man nimmt ein Ditto, was solch ein Potenzial hat. Oder solch ein Potenzial hat. Oder im besten Fall solch ein Potenzial hat mit 6x sensationell, weil durch Fatumknoten können mehrere von diesen Potenzialen übernommen werden. Es werden nicht automatisch alle übernommen durch den Fatumknoten. Es sind 4 oder 5, müsste ich jetzt nachgucken. Es sind auf jeden Fall nicht alle. Ohne Fatumknoten sind es glaube ich nur 2, mit sind es 4. Nagelt mich nicht darauf fest, das ist auch nicht so wichtig. Ihr müsst euch nur merken, mit Fatumknoten wird mehr von dem Potenzial übernommen. Das zweite Item, was ihr braucht, ist der Ewigstein. Und der Ewigstein sorgt dafür, dass einmal das Geschlecht übernommen wird, das Wesen übernommen wird von dem Pokémon. Und wenn ihr bestimmte Pokémon habt mit verschiedenen Formen, wie zum Beispiel Mauzinger, was ich hier habe, dann bleibt es auch ein Mauzinger. Also es gibt ja zum Beispiel Alola Raichu oder Hisui-Pokémon und diese ganzen verschiedenen Typen, diese ganz verschiedenen länderspezifischen Pokémon. Und das bleibt auch erhalten mit dem Ewigstein.
Würde den Ewigstein jetzt nicht drauf haben, dann könnte das Azurill irgendein Geschlecht haben, irgendein Wesen und würde auch nicht die normale Form haben. Also jetzt bei Azurill ist es sowieso die gleiche Form, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommt es halt darauf an, was ihr haben wollt. Ne? Wenn ihr jetzt hier, sagen wir mal, ein Azumarill haben wollt mit guten Werten, also besseren Werten wie ich, weil ich habe hier keinen Wert auf sensationell, dann würdet ihr ein Ditto nehmen mit ganz viel sensationellem Potenzial, darauf ein Fatum-Knoten, das Azumarill mit dem richtigen Wesen, mit dem Ewigstein und dann ein Eibrüten, was dann genau die gleichen Sachen hat. Übrigens, es ist nicht so wie früher, dass durch eine Minze das Wesen geändert wird. Ihr seht hier, das Wesen ist locker, aber Angriff ist hoch und Spezialverteidigung ist runter. Es wird das übernommen, was das ursprüngliche Wesen war. Also wenn ihr jetzt ein hartes Wesen haben wollt, aber nicht unbedingt eine Minze ausgeben wollt, dann müsst ihr so lange Eier brüten, ohne Ewigstein, bis ihr random ein Azurill mit hartem Wesen habt. Dann nehmt ihr Azurill anstatt Azumarill als Partner für Ditto, gebt dem den Ewigstein und dann werden alle weiteren Eier das gleiche Wesen haben. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, wie ich finde, von diesem ganzen Zuchtgedöns. Und das ist Eiertacken. Weil wie ihr seht, hat dieses Azumarill hier Bauchtrommel. Und Azumarill erlernt kein Bauchtrommel, weder mit TM noch durch Levelaufstieg, sondern nur durch Eiattacken. Das bedeutet, jedes falsch. Es gibt Pokémon, die können durch den richtigen Ei-Partner, der nicht Ditto ist, in der Vergangenheit ging das nicht, ich erkläre euch aber gleich, wie das geht, ist ganz einfach, mit dem richtigen Partner bestimmte Attacken erlernen. Das findet ihr am besten auf dem Poke-Wiki, Poke-Wikipedia. Das verlinke ich euch einmal unten in der Videobeschreibung und blendet euch das einmal hier ein und da seht ihr, dass verschiedene Pokémon auch noch verschiedene Eierattacken lernen können. Und in Karmesin und Purpur wurde das alles sehr, sehr, sehr einfach gemacht. Es gibt nämlich ein Item, das heißt Kopierkraut. Mit diesem Kopierkraut könnt ihr eine Attacke, eine Eierattacke kopieren. Zum Beispiel Bauchtrommel. Und das macht er folgendermaßen. Ihr packt das Kopierkraut auf das Pokémon, das die Attacke erlernen soll. Wechseln. Kopierkraut. Richtig. Wichtig ist, das Pokémon muss auch einen Platz haben, um die Attacke zu erlernen. Also würde ich jetzt hier einmal kurz Bauchtrommel vergessen. Zack, Bauchtrommel vergessen. Dann habe ich nur 3 Attacken und kann noch eine Attacke drauf bekommen. Und ihr müsst das Pokémon im Team haben, was die Eierattacke schon besitzt. Also in meinem Fall ein Makuhita mit Bauchtrommel. Zack. Also das Pokémon, was die Attacke kann. Und das Pokémon, das es erlernen soll mit Kopierkraut. Dann startet ihr ein Picknick. Und dann wartet ihr kurz, ein paar Sekunden. Ich denke, das sollte schon genug gewesen sein. Macht das Picknick wieder zu Ende. Dann schaut ihr euch Azumarill an. Und voilà, es kann die Bauchtrommel. Das war früher viel, viel, viel schwerer, komplizierter und random. Also, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, weil es übel, übel kompliziert war. Aber das kann jeder, wirklich. Das kann sogar ich. Und wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Und so könnt ihr Eierattacken beibringen. Und ich denke, das sind alle die wichtigsten Punkte zur Zucht. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, gerne wieder unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Follow auf dem Kanal da, gerne ein Like auf dem Video und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!